Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Generation Zero. Wir haben zu viel Waffen und zu viel Gerümpel dabei. Wir müssen aussortieren. Ich muss wirklich mal gucken, welche Waffen wir nicht brauchen und die werden jetzt dann zerlegt, weil wir sind überladen und ich befürchte fast, dass wir jetzt in unserem überladenen Zustand nicht schnell reisen können. Ich würde nämlich gern zu dem Bauernhof hier. Schnellreise nicht verfügbar. Ist aber nicht schlimm. Weil wir gehen jetzt einfach in unserem Bunker. Zu Fuß können wir da nämlich noch hingehen. Genau. Machen wir das so. Ich meine, überladen sein ist scheinbar nicht so schlimm. Man kann halt nicht mehr schnell reisen. Keine Ahnung. Ah, ich wollte eigentlich den Motor suchen. Genau. Nicht wieder schließen. Plündere hier ich noch ein bisschen. Dann plündere ich hier noch ein bisschen. Bevor wir zurückgehen. Explosionswubbel. Ich habe auch sehr viel Munition mittlerweile für alles Mögliche. Vielleicht ist es wirklich an der Zeit, die Schrotflinte als Zweitwaffe mal ein bisschen einzumotten, damit sich da der Munitionsbestand erst wieder ein bisschen erholen kann. Und währenddessen gehen wir ein bisschen maschinengewehrtechnisch durch die Welt. Ich glaube, für eins der beiden Maschinengewehre habe ich schon ziemlich viel Munition. Und ich weiß... Der ein oder andere wird sich wahrscheinlich an der Benutzung meines Wortes Maschinengewehr stören, weil ich Maschinenpistolen und Automatikgewehre und was weiß ich was, es sind für mich alles Maschinengewehre. Und ich glaube, technisch gesehen stimmt das nicht. Ist mir aber wurscht. Nur, dass ihr es wisst. So, irgendwo hier ist unser Radl. Habe ich die hier eigentlich gelootet? Ich bin ja dann irgendwie noch einen anderen Weg gegangen, ne? Könnten wir nochmal gucken. Ja, doch, anscheinend schon. Okay. Ach, guck mal hier. In Salterham habe ich tatsächlich trotzdem nur 2 von 3 Waffen. Wow! Dann war die Waffe, die... Hat sich da hinten gerade was bewegt? Oder spinne ich? Ich glaube, ich spinne. Gruselig. Schon gruselig ein bisschen, oder? Ich meine, ich fahre hier mit meinem Fahrrad durch eine schön beleuchtete kleine Vorstadt und so, aber... Oh ja, da ist was. Aber dadurch, dass es so ausgestorben ist, so menschenleer, ist es irgendwie gruselig. Irgendwo hat mich hier tatsächlich was gesehen. Aus der Richtung. Wurde ein Sichtbarkeitsbalken größer. Oh, oh. Ziemlich nah sogar. Oh, da oben. Nicht nur einer. Nein, habe ich den echt erwischt? Mein Gott, das war aber mal ein Sniper-Schuss gerade. Das hätte ich nicht gedacht. Steckt sich irgendwo hinterm Baum. Kaputt? Die halten ja gar nichts mehr aus. Ob man diese Kampfroboter bei IKEA kriegt? So ein günstiges Steckkastensystem. Also mein Scharfschützengewehr habe ich schon lieb jetzt gerade in der Situation hier, muss ich schon sagen. Ja, das war jetzt wahrscheinlich wirklich, wenn das alles so funktioniert, wie das Spiel das anwirbt, ein Rudel. Ein Rudel von Roboterhunden, die hier einfach so zufällig durch die Welt stravanzt sind. Und jetzt sind die ausgeschaltet und tot, und zwar für immer. Kommen auch nicht wieder. So sollte das zumindest theoretisch funktionieren. Sind wir zufällig hier quasi reingelaufen. Ah ja, sprinten kann ich scheinbar auch nicht mehr, jetzt wo ich überladen bin. Na gut. Ist ja wie bei Fallout hier. Ich glaube, ich gehe zu meinem Radl. Ich glaube, mein Fahrrad ist näher als mein Bunker, oder? Ich glaube schon.
Le Bicycle. Hey, wartet mal. Man müsste sich mal informieren. Weil theoretisch könnte man das auch im Multiplayer spielen, ne? Ist in Let's Plays immer blöd ein bisschen. Immer schwierig, finde ich. Ich finde so Multiplayer ist eher was für Streams, finde ich. Ich habe, fällt mir nur, ne, war nur so ein Gedanke gerade. Könnte man ja vielleicht auch mit Leuten aus der Community spielen, wenn das jemand von euch auch spielt. Könnte man sich mal für einen Bosskampf treffen oder so. Aber da meine Let's Play Aufnahmezeiten teilweise... Okay. Auf jeden Fall sehr unregelmäßig sind. Teilweise sehr extrem. Ist das immer schwierig. So, jetzt passt auf. Ich schätze mal, die Lagerboxen sind universell, ne? Alles, was ich irgendwo reinpacke, kann ich hier auch wieder rausnehmen. Das heißt, ich werde jetzt hier mal alle Waffen, die ich gerade nicht aktuell jetzt benutze, wegstecken. Bin schon nicht mehr überladen. Ich kann gar nicht glauben, dass der Bunker keine Crafting-Tische hat, aber es sieht irgendwie so aus. Blöder Bunker. Und deswegen gehe ich jetzt hier mal zum Bauernhof. Schnellreise, jetzt funktioniert ja. Tötere, tötötötötö. Budubudum, budubudum, bum. Schöner Jingle. So. Genau, so stelle ich mir das vor in so einem Unterschlupf. Ich verstehe nicht, was da das Problem ist. Warum der Bunker das nicht hat. Jetzt nehme ich mal alles raus, was da drin ist. Und jetzt schauen wir uns mal an, was haben wir doppelt, was haben wir dreifach, was kann man brauchen, was wird recycelt. Ups. Also. Recyceln. Fangen wir mal an bei den Waffen. Ich habe hier meine gepimpte, schallgedämpfte Super Mauser 2 Kronen Dingens. Das heißt, alle anderen Mäuser Jagdgewehre werden jetzt mal zerlegt. Na guck. Und dann habe ich hier 2 Pump Actions. Macht auch keinen Sinn. Eine davon kommt weg. Surala, das ist schon mal gut wahrscheinlich. Außerdem können wir hier noch eine Pistole wegmachen. Die Müller. Und den Baseballschläger hebe ich mir mal auf. Keine Ahnung. So, Munition. Warum habe ich hier 2 Stapel? Ach so, Hohlspitz und Vollmantel. Vollmantel. Macht Hohlspitz gegen Roboter Sinn? Ich kenne mich ja überhaupt nicht aus mit Waffen, aber Videospiele haben mir suggeriert, dass Hohlspitz eher gut gegen organisches Gewebe ist und Vollmantel ist eher schokoladig und nussig und sehr köstlich. Vielleicht ist Vollmantel einfach besser. In dem Spiel hier quasi. Notfallsignalfackeln. Ich benutze die nie. Was kriege ich denn, wenn ich das recycle hier? Naja, hab mal recycelt ein bisschen. Sternstoft. Warning. Schön, schön, schön. Kleine EMP-Zelle. Funkgerät. Habe ich nicht auch mehrere Ferngläser? Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte eigentlich schon. Aber die müssten doch dann alle hier sein. Ah doch, hier. 2-mal das gleiche, ne? Das ist exakt dasselbe, oder? Ja, genau. Wird 1-mal recycelt. Und hier haben wir jetzt auch Sachen, die ich... Stimmt eigentlich. Da könnte man mal gucken. Auf jeden Fall ist das hier besser als das hier. Das heißt, das kann auf jeden Fall weg. Und hier haben wir auch 2-mal das gleiche. Die gehen ja hoffentlich, glaube ich, nicht kaputt, oder? Und das kommt auf irgendein anderes Gewehr, glaube ich. Hebe ich mal auf. Wie, kann ich den Stahl jetzt auch recyceln? Und was passiert dann? Ablegen. Alle Ressourcen lagern.
Ja, okay. Machen wir das mal. So, jetzt passt auf. Jetzt gehe ich mal hier an die Bastel. Aber hier kann ich wie nur... gar nichts. Ich kann hier Munition herstellen und zwar auch nicht viel. Schade. Naja. Ah ja, jetzt wartet mal ganz kurz. Gehen wir mal... Ah! Ups. Einmal schießen und schon ist das ganze Magazin im Arsch. Kann man alles wegschmeißen. Ich wollte nur gucken, wegen den neuen Waffen hier, ob wir die nicht... Ach so, da habe ich da schon eins drauf. Hä? Moment. Da habe ich schon ein Zielfernrohr drauf. Gut. Für die MP hätte ich ein bisschen Munition. Die zählt wirklich, zählt die als, die zählt als nicht als Pistole. Okay. Muss man mal gucken. Aber auf jeden Fall packe ich jetzt dann die Schrotflinte mal weg, weil für die haben wir nicht mehr so viel Munition. Und für das Ding haben wir noch nicht so viel Munition. Und ich nehme jetzt mal die Kippist mit. Die MP Kippist M46. Kippist. Sehr schön. Gut. Und den Baseballschläger lege ich auch mal da rein. Oh, Munition. Ja, jetzt müsste ich mir merken können, welche Munitionsart die beiden Dinger da benutzen. Munition wiegt. Wiegt Munition was? Weil wenn, dann sollte ich echt mich ein bisschen von Munitionslast befreien. Muss ich nachher nochmal gucken. Weil das könnte man eigentlich auch noch zerlegen, schnell. Reckling. Das wird gerecklingt. Kommt auf dem Recklinghof. Das hat meine Oma immer gesagt. Meine Oma hat einfach Worte erfunden. Wenn die nicht genau wusste, wie was heißt, hat sie einfach irgendwas gesagt. Und bei der hieß Recycling einfach immer ihr ganzes Leben lang Reckling. Und Dragon Balls ist bei ihr immer Regenbogen. Weil irgendwie sowas ähnliches stand ja da in dieser Fernsehzeitung, also wird schon stimmen. Regenbogen schauen die Enkel immer. Und danach fahren wir zum Recklinghof. Und dann gibt's Chivapchivitsch. Wirklich, die hat den ganzen Tag so geredet. So, okay. Ich glaube, dann passt's, oder? Wie sieht's denn gewichtstechnisch... Oh, komm schon, warum passiert mir das denn dauernd? Wie sieht's denn gewichtstechnisch bei uns jetzt aus im Inventar? Ja, jetzt auch nicht super rosig, aber es ist schon in Ordnung. Haben wir schon wieder einen Fähigkeitspunkt? Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Ich kann schon Komponentenschaden lernen. Vergrößert den an gegnerischen Komponenten verursachten Schaden. Okay. Das ist quasi wie der Körperteilschaden aus Fallout. Kostet 1. Ich dachte, ich habe 1. Verstehe ich nicht. Unten steht doch Fertigkeitspunkte 1. Kann ich nicht lernen. Vielleicht habe ich doch keinen Fertigkeitspunkt. Aber warte mal, ich bin Level 4 und habe erst 2 verteilt. Kann ja nicht stimmen. Ach, kaufen auf X, nicht auf A. Ah. Okay. Na gut, jetzt machen wir mehr Komponentenschaden, was wahrscheinlich eh eine gute Idee ist. Erhöht den Wirkungsradius von EMP-Bewaffnung, zum Beispiel Batteriepaketen. Das ist jetzt, das wird so ein verschwendeter Punkt. Na wer weiß, gegen die ganz großen Gegner später vielleicht eine gute Idee. Schaltet die Fähigkeit frei, Gegner zu hacken. Darauf freue ich mich. Wenn die Hacker-Spezialisierung aktiv ist, bringt jedes ferngesteuerte Hacken die Gegner dazu, andere Gegner anzugreifen, statt diese zu verwirren.
Hä? Nochmal. Erlaubt das ferngesteuerte Hacken von Gegnern mit einem Fernglas, um sie temporär in einen verwirrten zu. Ach so, da kann ich sie quasi nur betäuben im Endeffekt. Und dann kann ich sie richtig hacken und gegen ihre Roboterfreunde aufhetzen. Darauf freue ich mich. Das ist immer cool. Sowas mag ich. So, essen wir noch einen kleinen Snack, oder? Ich muss echt mal schauen, wie viel jetzt so ein Snack heilt. Jetzt können wir das in Ruhe mal testen. Ich habe jetzt 57 Energie und esse mal ein Medikit. 5. Wie viel hatte ich? Verdammt, 57, oder? Also quasi 15. 15 nur? Wirklich? Oder habe ich mich verrechnet? Kommen wir jetzt auf 97, wenn ich noch eins esse? Nee. Dann sind es wahrscheinlich 25, genau. Da habe ich mich wahrscheinlich vertan. 25 vermutlich heilt so ein Medikit. Das heißt, wenn ich ziemlich tot bin, brauche ich schon mal bis zu 4 auf einmal. Uiuiui. Uiuiui, Tiffy. Das wird interessant. Maschinenpistole. Ratatatatata. Aber ich will jetzt keine Munition verschwenden. Was ich gerne verschwenden würde, ist meine Zeit nicht. Deswegen reisen wir jetzt mal wenigstens hierhin schnell in unserem Bunker. Und dann gehen wir mal zum nächsten Missionspunkt. Und guck mal, was da so geht. Und sagen so, yo, was geht? Und dann sagt der Missionspunkt so, hey, what's up? Und dann hängen wir ein bisschen rum und labern über gute alte Zeiten. Und auch nicht so gute alte Zeiten. Und so mittelgute alte Zeiten. Und gute, aber nicht ganz so alte Zeiten. Das geht auch. Das wäre jetzt zumindest mein Plan. Mal schauen, was der Missionspunkt vorhat. Ob der da mitspielt oder nicht. Rückwärts radeln. Vorwärts radeln. Rückwärts. Moment mal. Habe ich ernsthaft hier einen Rucksack nicht durchsucht? Das geht doch mal gar nicht. Ah ja, okay. Verstehe schon, der will nicht so gern durchsucht werden. Eine Taschenlampe. Ich glaube, die haben wir schon. Aber gut, radeln wir los. Ich wollte gerade fragen, ob man eigentlich hupen kann. Kann man. Soll ich mir die Autos mal anschauen? Bis jetzt weiß ich nicht so recht, was ich von dem Crafting-System halten kann. Findet man da vielleicht erst noch Rezepte wahrscheinlich, oder? Weil bis jetzt kann ich ja irgendwie gar nichts machen. Bis jetzt hat das Crafting-System für mich noch nicht so richtig Sinn. Aber da findet man so viel Textilien und Metallschrott und so. Das wird schon irgendwie Sinn machen, letztendlich dann irgendwann mal. Irgendwann mal. In einer fernen Zukunft, in einem fernen Raum. Der Planet Neu-Texas, ein Freiheitstraum. Das Land freier Menschen, so sollte es sein. Doch mischte sich immer auch Österwick mit ein. Ein Teenager des Gesetzes kam irgendwo her. Er hatte die Kraft wie eine Schrotflinte und ein Snipergewehr. Beschützer der Schwachen, er trotzt jeder Gefahr. Das ist Marshall. 80s Hipster. Schönes Intro-Lied. Gedicht für das Spiel hier, finde ich. Beruht auf Brave Star, falls ihr es nicht erkannt habt. Brave Star. Eyes of a Hawk, Ears of a Wolf. Der brave Stern. Nein, der mutige natürlich. Nicht, dass ich hier, dass das jemand, ne, dann hört das noch irgendein Schüler und schreibt in der nächsten Prüfung dann übersetzt und da bin ich schuld.
Nee, nee, ich kann mein Rad nicht mehr aufheben. Das Spiel, ich meine, ich, nach allem, was ich gehört habe, war das Spiel zum Release eine einzige Katastrophe. Da wurde, soweit ich das jetzt beurteilen kann, viel gepatcht, scheinbar. Also wenn das wirklich so schlimm war, wie das sich gelesen hat, war das wirklich teilweise unspielbar. Da wurde offensichtlich viel gemacht, aber er hat schon noch hier und da seine kleinen Problemchen und Quirks, ne? Motorhauben öffnen, ganz schwierig. Auf sein Rad steigen, wenn es mal umgefallen ist. Uiuiui. Und aufs Rad aufsteigen, auch manchmal ganz lustig. Aber gut. Wenn es weiter nichts ist. Make-up. Haarnadel. Ich habe Robos gehört, auf jeden Fall. Hier wird es wieder robotastisch. Sag mal, funktioniert eigentlich der Lastwagen noch? Ich könnte mir vorstellen, so ein Lastwagen ist ziemlich gut. Ich meine, oder so ein Roboter kann man, glaube ich, ganz gut auch überfahren oder so. Aber andererseits ist man halt natürlich in so einem großen Gefährt schon irgendwie auf dem Präsentierteller. Das muss man schon sagen. Das stimmt schon. Die Roboter haben Maschinengewehre und so. Das ist nicht so leicht. Anscheinend haben sie die ganzen Tiere auch mit evakuiert. Das finde ich gut. Oder die Entwickler hatten einfach kein Budget, Tiere zu machen. Aber ich glaube lieber Ersteres. Ja, was haben wir denn hier? 100.000 kleine Kästen mit kleinen Sachen, die dem Zeppoloni Freude machen. Hoi, hoi, hoi. Ich sehe hier aber irgendwie, ich dachte, ich habe Roboter gehört, aber ich höre in dem Spiel immer viel, wenn der Tag lang ist, ne? Insofern. Irgendwo hier sind bestimmt welche. Es sind immer irgendwo welche, habe ich das Gefühl. Naja. Ich würde sagen, wir machen jetzt für heute mal Schluss. Und morgen schauen wir uns vielleicht in dem Haus da drüben um. Oder wir gehen weiter Richtung Missionsziel. Oder wir öffnen die Kiste und nehmen den Baseballschläger. Aber ich glaube nicht, weil das haben wir jetzt schon gemacht. Naja. Doch. Jetzt habe ich aber garantiert was gehört. Naja. Beim nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann. Ciao.